Guten Tag, meine Damen und Herren. Falls ihr auch dem Apex-Fieber verfallen seid, aber noch gerne ein paar Tipps haben wollen würdet, so für den Start, dann kann ich euch ja sicherlich etwas helfen. Das Allerwichtigste an Apex ist, dass es ein Teamspiel ist. Ihr also mit eurem Team zusammen am besten auch kommunizieren solltet über Teamspeak oder sowas. Das heißt, wenn ihr mit euren Kumpels spielen könntet, wäre das das Optimum. Falls das nicht möglich ist, also falls die Kumpels, mit denen man spielen möchte, keine Zeit haben, wenn man selbst spielt, dann sollte man sich zumindest so gut es geht auf dieses Team einlassen, mit dem man dann eben spielt. Das heißt, vielleicht auch mit Mikrofon aktiviert ran, um auch ein bisschen mit denen callen zu können. Einfache englische Calls wie Enemy Over There oder sowas reichen vollkommen aus. Ihr könnt aber auch das Mausradmenü benutzen. Wenn ihr einmal auf euer Mausrad draufklickt und dabei irgendwo hinschaut, dann macht ihr einen gelben Pfeil. Das ist dann sowas wie richtungsweisend, einfach, oh Leute, da sollten wir hingehen. Wenn ihr mit diesem gelben Pfeil auf irgendwas draufklickt, zum Beispiel auf eine Lootbox, dann sagt eure Frau auch direkt, da ist eine Lootbox, die schon geöffnet oder noch nicht geöffnet ist, je nachdem, wie halt der Zustand ist. Wenn ihr zweimal draufdrückt, könnt ihr einen Feind markieren. Einfacher ist es aber, wie ich finde, mit F. Also wenn ihr einen Feind seht, guckt auf den Feind und drückt auf F. Nur wenn ihr euer Team richtig koordiniert oder den Koordinaten eures Teams folgt, könnt ihr zum Erfolg kommen. Wenn ihr einfach nur irgendwie rumdödelt, dann wird das nichts. Ein weiterer Punkt ist das Regenerierungssystem bzw. ins Leben Zurückrufsystem, das auch komplett auf dem Team aufbaut. Wenn euer Leben komplett auf Null gefallen ist, seid ihr knocked down, also liegt auf dem Boden bzw. kriecht auf dem Boden, könnt noch euren Schild hochhalten. Dieser Schild absorbiert eine gewisse Anzahl an Schaden, das heißt, wenn ein Feind weiter weg ist und euch dann komplett legen möchte, dann könnt ihr den Schild hochheben und die Kugeln damit absorbieren. Dieses Schild hilft aber nur in dieser Situation. Wenn die Feinde sehr nah bei euch dran sind, dann können sie euch einfach finishen mit dem Finisher Move. Und das geht durchs Schild durch, da hat man dann keine Chance mehr. Während ihr so krabbelt, könnt ihr aufgehoben werden vor euren Teamkollegen. Das heißt, am besten geht ihr dann schon mal aus dem Kampf raus oder zu euren Teamkollegen hin, krabbelnd. Und mit dem Schild nach oben am besten, dass ihr nicht noch erschossen werdet von weiter weg. Wenn ihr komplett sterbt nach dem Krabbeln oder während dem Krabbeln getötet werdet, dann seid ihr tot und eure Kiste bleibt noch übrig mit euren Items drin. Wenn das der Fall ist, haben eure Teammates immer noch 90 Sekunden Zeit, an eure Kiste zu rennen und eure Hundemarke zu holen. Und dann können sie euch an einer Wiederbelebungsstation einfach wiederbeleben. Und dafür haben sie auch keinen Zeitdruck mehr. Natürlich ist es sinnvoll, dass man das sofort macht oder so schnell wie möglich, denn dann hat derjenige, den man wiederbelebt, noch die Chance, sein altes Loot wiederzubekommen, indem er einfach an seine eigene Kiste rennt, an seinen eigenen Sarg und den Kram da rausholt. Man sollte grundsätzlich darauf aus sein, seine Mates wiederzubeleben, wobei man darauf achten sollte, dass wenn man eben jetzt gerade im Kampf ist mit Feinden und vielleicht schon ein oder zwei Feinde gekillt hat, dann sollte man zuerst auch den letzten Feind legen, bevor man seinen eigenen Mate rettet. Falls dieser letzte Feind in der Nähe ist, weil er nämlich auch, während ihr dann euren Kollegen aufhebt, seine Leute einfach aufheben kann. Und dann geht's wieder von vorne los. Wichtig ist auch, dass ihr wisst, was eure Legende kann. Am Anfang solltet ihr einfach alle Legenden einmal kurz testen, in 1, 2, 3 Spielen, um zu schauen, was sie können. Und vergesst bitte niemals, diese Fähigkeiten auch einzusetzen. Das heißt, diese leichte oder kleine Fähigkeit, die man, ich glaube, alle 30 Sekunden oder alle 15 Sekunden machen kann, und die große Y-Fähigkeit, diese Ulti. Es gibt 1, 2 Klassen, da ist es wirklich essentiell, diese Fähigkeit, für das gesamte Team. Pathfinder kann sich mit Q, also mit seiner kleinen Spezialattacke, halt immer wieder so einen kleinen Greifhaken machen, um sich schneller fortzubewegen, um vielleicht auch an Punkte sich hinzuschwingen, wo man gar nicht hinkommt. Und mit der großen, mit der Ulti, mit Y, kann er einen Haken irgendwo in unwegsames Gelände setzen. Das heißt, irgendwo ganz weit weg auf einen Berg oder auf eine Mauer oder sowas. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn ihr auf einer Mauer steht, auf die sonst keiner drauf kann. Diese gleiche Wichtigkeit gilt auch für Lifeline, also die Heilerin. Die kann auf Q immer wieder so einen Roboter setzen, der dann das Leben der Leute aufheilen kann, die in der Nähe stehen. Und sie kann auf ihrer Ulti immer wieder einen Drop anfordern. Durch den Drop wissen dann zwar auch die Feinde ungefähr, wo man ist, ne, wenn auf einmal so ein riesiger Pott aus der Stratosphäre geflogen kommt, aber da sind halt immer wieder nützliche Sachen drin. Ich glaube, immer ein Heilding, dann irgendwas für eine Waffe und ein Panzerutensil, also ein krasser Helm oder halt Brustpanzer. Wenn ihr eine Runde spielt mit Lifeline und niemals eure Fähigkeiten einsetzt, dann macht ihr auf jeden Fall was falsch, dann solltet ihr vielleicht Lifeline auch einfach nicht spielen. Es gibt Charaktere mit Fähigkeiten, die eher für den Gebrauch eines einsamen Wolfes halt geeignet sind, aber man soll das trotzdem nicht tun. Im Kern sind zumindest alle Y-Fähigkeiten, also die Ultis, wichtig für das gesamte Team. Das heißt, dass ihr euch im Vorfeld auf jeden Fall anschauen solltet, wer was kann, um dann wiederum den richtigen auswählen zu können für euch. Ein weiterer Tipp ist das Achten auf die Waffen bzw. auf die Magazine darin. Die Magazine sind gerade am Anfang sehr klein. Man hebt eine Waffe auf und ein bisschen Munition und hat dann vielleicht 10 Schuss drin in der Waffe, 15 Schuss, 20 Schuss und das war's. Wenn ihr damit so ein bisschen rumballert, vor allem mit einer Vollautomatikwaffe, dann ist die fast direkt wieder leer. Und wenn ihr nicht gerade irgendwelche Erweiterungsmagazine findet, dann zieht sich das auch einfach bis zum Ende durch. Ihr müsst ein Gefühl dafür entwickeln, wann ihr eure Waffe wechselt zur zweiten. Ihr nehmt die erste, ballert sie so gut wie leer oder leer und wechselt dann direkt auf die nächste und macht dann damit weiter. Meistens ist ein Gegner dann gelegt, wenn ihr ganz gut trefft. Alles in allem kann man in Apex ziemlich viele Schüsse abbekommen, ohne zu sterben. Gerade wenn man eine gute Rüstung hat. Das heißt, bekommt keine Panik,
Hüpft lieber selbst einfach mal eine Runde rum, dass er euch nicht trifft und aimt dann wieder genauer auf ihn drauf. Und wo ich schon das Hüpfen erwähne, kommt auch noch ein weiterer Tipp zum Movement, und zwar ist Apex ein extrem schnelles Spiel. Ihr könnt aus Situationen, in denen ihr in der Unterzahl seid oder die euch einfach nicht gefallen, weil ihr halt komplett gebeutelt werdet, aus denen könnt ihr auch wieder flüchten. Wenn ihr auf 3 drückt, dann steckt ihr eure Waffe weg und könnt am schnellsten laufen. Wenn ihr halt Shift gedrückt haltet, dann sprintet ihr. Wenn ihr geradeaus sprintet, dann seid ihr am schnellsten. Wenn ihr Haken schlagt, nicht so schnell, aber immer noch sehr schnell. So schnell, dass ihr wahrscheinlich nur schwer zu treffen seid. Ihr könnt dieses Sprinten auch mit Rutschen kombinieren, vor allem wenn ihr einen Berg habt vor euch, der nach unten führt, oder halt einfach Teile, die nach unten führen, dann könnt ihr einfach runterrutschen. Und dann haben die Feinde es sehr, sehr schwer, euch zu treffen, weil ihr auch einfach kleiner werdet, ne? Weil ihr euch halt duckt und rutscht. Das heißt, ihr müsst das Movement nutzen, um auch aus Situationen hinauszukommen oder euch in Situationen hinein zu befördern. Es gibt auch einige Stellen im Spiel, wo man sich irgendwo drunter durchducken muss. Und ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass sich Leute, ja, ducken einfach und drunter durchlaufen. Das heißt, geduckt in einem Gänsemarsch da drunter durchroppen, was ewig dauert, anstatt dass sie einfach kurz sprinten, sich ducken und drunter durchrutschen. Und da kann man die Leute natürlich komplett easy klatschen. Wenn sie gerade geduckt sind und nicht weg können, weil sie ganz, ganz langsam da drunter durchroppen, da kann man dann natürlich einen Easy Kill machen. Dieser Easy Kill solltet ihr nicht sein. Das waren jetzt alles Tipps, bis auf das Movement und die Waffen, die das Team betreffen. Der letzte Tipp ist der Absprung an sich. Es gibt gewisse Bereiche, in denen es grundsätzlich mehr Loot gibt als in anderen Bereichen, da fliegen halt auch dann die meisten hin. Zum Beispiel gibt es das Dropship, das am Anfang durch die Map fliegt. Wenn man abspringt aus seinem Schiff und auf dieses Dropship drauf möchte, dann muss man sich auf jeden Fall auf einen großen Kampf einstellen. Wahrscheinlich auch auf einen waffenlosen Kampf, das heißt, ihr müsst viel schlagen. Für Anfänger finde ich es am besten, wenn man sich in einen großen Kampf begibt, um das Aiming und so weiter zu lernen. Man kann natürlich auch erstmal weiter weg abspringen. Ihr seht ja am Anfang auf der Karte, wo lang das Dropship fliegt, das heißt, ihr könnt ungefähr erahnen, wo wahrscheinlich die wenigsten Spieler abspringen. Einfach aufgrund der Distanz, weil man da sehr lange hinbraucht, bis man da hingeflogen ist. Man kann auch einfach weit wegfliegen und sich aufbauen und so weiter und so fort, aber ganz am Anfang, wenn man das Aiming auch noch nicht so drauf hat, also wenn das Kampf-Movement und Kampf-Aiming noch nicht so drauf hat, dann finde ich, macht das keinen großartigen Sinn, sich sehr weit weg zu begeben, sich aufzubauen, nur um dann später nach 10 oder 15 Minuten Looten dann auf die Gosch zu bekommen. Denn das ist auch gerade für Anfänger sehr niederschmetternd. Wenn man sich lange aufbaut, voll viel tollen Kram findet und man sich sehr sicher ist, dass man gute Begegnungen hat, und dann wird man von jemandem, der aber einfach viel Kampferfahrung hat, auseinandergenommen. Daher mein letzter Anfängertipp an euch: springt in Regionen, wo schon so ein bisschen was los ist. Versucht schnell was aufzusammeln und dann ein bisschen zu fighten. Wenn ihr direkt sterbt, macht es nichts, dann habt ihr nur 3 Minuten verbracht in dem Spiel und startet einfach direkt das nächste. Sobald ihr die Kampferfahrung habt, also diese Early Fights drauf habt, dann könnt ihr euch auch mal weiter wegbegeben und euch schön aufrüsten, weil ihr genau wisst, wenn jemand auf mich zukommt, dann kann ich auch wirklich was machen. Ja, soweit so gut, ich werde das jetzt erstmal dabei belassen. Ich denke, es kommt noch mindestens ein weiteres Anfängertipps-Video, das etwas tiefer in die Details reingeht, aber nach wie vor eben für Anfänger auf jeden Fall geeignet ist. Nur will ich jetzt nicht alles in einem Video rauskloppen, alleine schon, weil es halt auch zu lange wird sonst. Ne? Ich kenne euch doch, ihr Gauner. Es ist länger wie 8 Minuten, ich kann nicht mehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Daumen, vielen Dank für die Kommentare. Apex wird bei mir auch live gestreamt und mit euch gespielt. Das heißt, wenn ihr noch einen richtigen Gott sucht, könnt ihr in die Streams kommen. Vielleicht sind dann die Kollegen von mir da, die wirklich gut sind. Ich habe nur manchmal meine Sternstunden leider. Aber naja, was soll's, hey. Livestream-Zeiten stehen in der Videobeschreibung. Heute ist unter anderem ein Livestream. Ja, moin. Kommt dran, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.